So, und hoch die Wand. Stehen zwei. Schleich dich langsam von hinten an den Wachmann an. Ducke dich, um nicht entdeckt zu werden. Halte E. Bronson, komm mal her. Ha? Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Ach, sie tanzt da oben rum, oder was? Okay. Da liegt noch was. So, bestimmt Oberflächen wie Wasser sind Bewegung geräuschvoller. Halte Steuerung, um dich langsamer zu bewegen und langsamer und leiser zu bewegen. Okay, versuchen wir es mal. Dann verblinkt da was. Das wollen wir haben. Ganz leise. Geldmünze. Noch eine. Und zurück in den Schatten. Da fühlen wir uns wohl. Zu dem Behälter und nimm die Wasserpfeile an dich. Aber zuerst gucken wir noch, ob irgendwo hier was rumliegt. Ist mir ehrlich gesagt zu hell. Drei Wasserpfeile. Drücke 6, um die Wasserpfeile auszurüsten. Schieße mit Wasserpfeilen auf offenen Flammen, um diese zu löschen. Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Okay, mit rechtem Auslöser stecke ich die aber weg. Sehr gut. Du siehst mich nicht. Ich bin ein Schatten. Okay, was haben wir hier? Aschenbecher. Das verdammte Feuer geht ständig wieder aus. Du würdest nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Was? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Schon. Was? Hätte ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. Wir haben ihn nur K.O. geschlagen. Nur K.O. geschlagen, Leute. Ich hoffe, sie hat ihn auch nur K.O. geschlagen. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Okay, offensichtlich nicht. Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie. Ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Ja, und das zeichnet einen guten Dieb von einem schlechten aus. Beziehungsweise unterscheidet das den guten vom schlechten. Achso, ich dachte, wir können noch plündern. Schade. Ja, das war sehr liebevoll. Moment. Sehr liebevoll abgelegt. Also steht ja Opfer ablegen. Ich nenne es wegschmeißen. Aber gut. So, hat's ein Schlüsselloch? Ja, das können wir sehen. Erstmal nix. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Und das letzte. Komm. Okay. Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Ich finde eigentlich, sie macht sie ein bisschen schneller.
So, ich glaube, wir sollten mal wieder in Schleichmodus gehen. Eine Flasche. Okay. Flasche. Irgendwo da hinten hin am besten. Was kann das gewesen sein? Ich weiß es auch nicht. Wieder lieber. Schlage vor, du bleibst versteckt, wenn du weißt, was gut für dich ist. Eine auf Reserve mit. Oh, das war knapp. Vielleicht war es nur in meinem Kopf. Genau, so wird's sein. Geh doch da weg. Danke. Fackel ausschießen bietet sich, glaube ich, an, weil ich will darüber. Okay. Ist der Wachmann da? Ja. Lieber ein Gold als gar kein Gold. Jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen. Aber das Ganze leise. Oh, heilige Alarmglocke. Wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um ein Mädchen. Sie will mich hier auf Karte vorstellen. Da ist noch ein Aschenbecher. Und? Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Ich weiß, Sir. Aber er glaubt dieses verdammte Gerücht, dass wir... sind. Ach, tut er das? Ich glaube, das ist er nicht wert. Z, um zu beobachten. Ja, das... Also ich weiß, ihr werdet jetzt denken so, nee, hier mit diesen komischen weißen Objekten. Weil es ist nun mal der Schwierigkeitsgrad Dieb. Ich hätte auch nichts dagegen. Ohne das zu spielen. Die kannst du nicht lassen, ne? Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach unsere Arbeit. Still, Irrens Kralle. Ja. Ich glaube nicht, dass der Wahnsinn sie wirklich besser macht. Ja. Machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Oben. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel! Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt und industrieller Aufklärung. Beginnen wir mit der Kanalisierung der Urkraft. Sammler in Strakakan. Skimamakana. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein, wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Thank you.
Keine Bewegung! Probiere zur Abwechslung meinen Herausforderungsmodus aus und vergleiche deine Ergebnisse mit denen in natürlichem. Also, um ehrlich zu sein, ich wollte da eh runter, weil die Zeremonie? Ja, ist richtig, ne? War mir nicht ganz geheuer. Okay, wo sind wir jetzt? Hey! Er wacht anscheinend auf! Los! Nicht so faul. Wir müssen in die Stadt mit ihm, bevor die Abriegelung losgeht. Langsam, Junge. Wir müssen ihn nur sicher zum Uhrenturm schaffen. Dann ist alles in Ordnung. Wohin des Weges? Zum Bäcker in Stonemarket. Ah, hab ich mit dir geredet, Bastard? Hey! Geh weiter! Okay, irgendwie passt der Text. Scheiß Bettler. Man vermisst die alte Wache. Der Untertitel nicht so richtig. Die Stimmen! Die Albträume! Die Schwermut wird schlimmer. Überall außer Alldale. Man muss was unternehmen. Wir interessieren keinen Junge. Das wirst du bald lernen. Ihm geht es nur um den Fortschritt. Wollt ihr diese verdammten Rohre überall haben? Hey, du da! Das reicht jetzt! Na? Davon werden wir nicht satt! Davon werden wir nicht gesund! Du! Haltet euch für sicher! Nur weil ihr Dreck schaufelt für die Reichen! Der Baron hat einen Strick für jeden von uns! Doch Veränderung kommt! Orion wird sie bringen! Der Baron wird brennen! Seht! Seht! Sie fürchten die Wahrheit! Kopf runter! Du, mit wem redest du? Lauf! Ja! Halt! Okay, sie haben uns reingebracht. Aber warum? Nicht entkommen! Die Abriegelung. Ich bin hinter dir! Okay. Dafür, dass der Ton und der Titel und alles nicht übereingestimmt hat, entschuldige ich mich jetzt gerade mal. Ich weiß nicht, was da gerade los war. So, Fokussicht. Okay. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. Was ist los mit mir? Tachchen. Ist bei dir was zu holen? Ich hab da nichts. Tut mir leid. Ja, mit der Kralle kann ich hier hoch, aber wir schauen uns vorher noch ein bisschen um.
zum Beispiel für sowas. Die Tür hat da auch so komisch geleuchtet, ne? Ah, okay. Umschalten, um herauszuspringen. Okay. Alles klar. Und jetzt haben wir die Kralle. Also eins muss ich zugeben, sie ist wirklich hilfreich. Gesundheit. Drücke H, um Nahrung zu konsumieren und einen Teil deiner Gesundheit zu regenerieren. Okay. Das wird uns bestimmt noch irgendwann mal gute Dienste leisten. Können wir hier? Nein. Also ich muss mich auch, was die Kommentare angeht, ein bisschen zurückhalten, weil, wie gesagt, Erkältung und so, und deswegen, ja, es tut mir leid, aber sonst müsste ich hier andauernd schniefen und das will ich euch definitiv nicht antun. So, hier hoch, komm. Okay. Müssen wir lang. Da vorne. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ach, hier unten. Wir sitzen nur auf dem Sack. Ja, aber wir werden dafür bezahlt. Die Wache hat Stonemarket abgeriegelt. Aber seit wann halten Schlösser mich auf? Okay. Offensichtlich sollen wir hier runter. Gibt es hier noch irgendwas Erstrebenswertes? Oder hier auf der Straße? Oh, irgendwas stimmt nicht. Oh, das wäre fast schief gegangen. Okay, wir lassen es sein. Der ernsthaft den Typen rum? Da liegt was. Dazu müssen wir ihn da wegbringen. Noch ein Wasserfall. Wie ist das ausgegangen? Versteckt sich da in der Dunkelheit. Wo ist da hin? Da war wohl doch nichts. Oh, hat's wieder angemacht. Das ist jetzt nicht fair. Was zur Hölle? Nur eine Flasche. Jetzt. Eine Geldbörse. Gib sie mir. Wenn da jemand ist, warum kommst du nicht raus? Und jetzt schnell weg. Hier ist nichts. Schnell weg. Puh. Das war knapp. Geht's hier oben noch lang? Nein. Die Kralle ist recht leise, wenn man sie richtig benutzt. Bei Aaron klang das Ding lauter, als es ist. Ja, wir sind ja im Gegensatz zu ihrem Profi.